Wir haben Alleinvertretungsmerkmal in vielen Bereichen, wenn es darum geht, um eine undifferenzierte Massenzuwanderung in den letzten Jahrzehnten im Bereich der Islamisierung, wo wir heute terroristische Attentate quer durch Europa und in der Welt erleben. In der Frage der Neutralität, die wir erhalten wissen wollen und nicht weiter aushöhlen wollen. Wir wollen unsere österreichische Souveränität erhalten und bewahren und wir wollen auch unsere österreichische Landesverteidigung erhalten wissen. Wir treten ein für Leistungsträger, für den Mittelstand. Das sind alle Arbeitnehmer, Angestellten und kleineren und mittleren Unternehmer. Da ist niemand ausgenommen. Wir treten ein für eine nachhaltige Steuerentlastung und Verwaltungsreform in diesem Land. Wir wollen eine Entwicklung, wo letztlich allen Generationen Gerechtigkeit erfährt und wir natürlich im Sinne des Generationenvertrages eine Verantwortung haben gegenüber der älteren Generation, der Aufbaugeneration, aber gegenüber den Jungen genauso, deren Zukunft man nicht versprechen darf. Wir haben natürlich die Themenführerschaft und die Alleinvertretungsmerkmale heute auch inhaltlich, wenn es darum geht, als europakritische und ich sage bewusst EU-kritische Partei uns zu positionieren. Wir glauben als Freiheitliche an dieses Österreich. Das dritte Lager ist in seiner Bedeutung gravierend unterschätzt. Beginnend mit der bürgerlichen Revolution 1848, dem Kampf um die Verfassung, der Bauernbefreiung unter Hans Kuttlich, der sich diesem Lager zugehörig fühlt, hat gerade auch in der kaiserlichen Zeit dieses Lager die Erneuerung geprägt. In der Ersten Republik war dieses Lager fast an allen Bundesregierungen beteiligt und 1949 ist es unter besonderen Umständen zu einer Wiedergeburt im Rahmen des VDUs gekommen. Er war nicht die Gründung einer neuen Ideologie, war auch nicht die Fortsetzung einer alten Ideologie. Er ist denen zu Hilfe gekommen, die im Jahr, nach dem Jahr 1945 unter die Räder gekommen sind. Der Erfolg des Verbands der Unabhängigen ist nur von kurzer Dauer. Nach der Wahlniederlage 1953 kommt es zu einer Neuformierung des Dritten Lagers unter dem Titel Freiheitliche Partei Österreichs. Der Beschluss erfolgt Ende 1955, die offizielle Gründung am 7. April 1956 im Hotel Weißer Hahn in Wien. Der erste FPÖ-Obmann Anton Reintaler stirbt bereits 1958. Ihm folgt Friedrich Peter, gewählt vom Parteitag in Salzburg. Die FPÖ positioniert Peter als nationalliberale Partei mit klarem Bekenntnis zu Österreich. Diese Freiheitliche Partei Österreichs hält unverrückbar an der Eigenständigkeit unseres Staates fest. Sie bekennt sich zur Demokratischen Republik Österreich und wird alle Kräfte für den Auf- und Ausbau dieses österreichischen Vaterlandes einsetzen. Die FPÖ nähert sich in der Ära Peter der SPÖ an und findet in ihr auch einen Verbündeten für die Umsetzung eines minderheitenfreundlicheren Wahlrechts. Nach der Wahl 1966 landen jedoch beide Parteien auf der Oppositionsbank gegen die alleinregierende ÖVP. 1970 dreht Bruno Kreisky für die SPÖ den Spieß um. Peter stützt mit der FPÖ dessen Minderheitsregierung und das Versprechen wird eingelöst. Ich glaubte damals natürlich nicht daran, dass das Wahlrecht jemals geändert werden würde und sagte dies auch Dr. Kreisky. Und er sagte mir, und Sie werden sich wundern, Sie kriegen dieses neue Wahlrecht. Von Peter übernimmt 1978 Alexander Götz die Parteispitze. Er ist zu diesem Zeitpunkt schon 5 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Graz und dort in Koalition mit der ÖVP. Entsprechend sind auch seine Präferenzen für die Bundespolitik. Ich verschweige nicht, dass ich also sehr wohl eine Zusammenarbeit mit der Österreichischen Volkspartei und eine auch auf Bundesebene durchaus begrüßt hätte und angestrebt habe. Auf Götz folgt 1980 Norbert Steger, mitten im Wahlkampf für die Bundespräsidentenwahl. Das Ergebnis für Wilfried Gredler, fast 17%, ist bis heute das Beste, das die FPÖ bei einer Wahl für das höchste Amt im Staat erreicht hat. Selbstverständlich ist das Staatsoberhaupt überparteilich und hat sich auch so zu verhalten. Aber hat es zu allem zu schweigen? Hat es alles einfach an sich vorbeiziehen zu lassen? Oder soll ein Staatsoberhaupt nicht dann und wann
doch klare und eindeutige Worte vor allem dann sprechen, wenn es das Gefühl hat, dass die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung da hinter dem Staatsoberhaupt steht und ein offenes Wort wollen. Norbert Steger tendiert, anders als vor ihm Götz, wieder Richtung SPÖ und führt die Freiheitlichen in ihre erste Regierungsbeteiligung. Er wird Vizekanzler und Handelsminister unter Fred Sinowatz. Gegen den mächtigen Koalitionspartner kann sich Steger in wichtigen Fragen durchsetzen. Er sichert das Nein Österreichs zur Atomenergie. Ich bin schon damit demonstrieren gewesen als Student und da gibt es auch Fotos davon, bevor die Grünen das Thema entdeckt haben. Es hat sich ja nicht gegeben. Und habe, als der Druck gekommen ist, das Atomsperrgesetz in Österreich aufzuheben, ist es an mir persönlich gescheitert, weil die ÖVP ja ausdrücklich gesagt hat, sie stimmt und die SPÖ, sie stimmen zu, wenn der Energieminister sagt, es ist energiewirtschaftlich sinnvoll. Ich habe das verhindert und damit ist das endgültig vom Tisch gewesen. Doch die Parteibasis ist unzufrieden mit dem Regierungskurs und setzt ihre Hoffnungen in Jörg Haider, der am Innsbrucker Parteitag 1986 als Gegenkandidat antritt. Ein letzter Vermittlungsversuch Stegers scheitert. Ich bin bereit, wenn Haider ebenfalls diesen Schritt zurückmacht, nicht als Parteiobmann zu kandidieren, sondern Dr. Helmut Grünes als neuen Obmann vorzuschlagen, damit die Partei geschlossen in die Wahl geht. Dr. Steger 179, Dr. Haider 263. Mit der Haider-FPÖ will die SPÖ unter Vranitzky nicht regieren. Nach Neuwahlen sind die Freiheitlichen zwar gestärkt, aber wieder in Opposition. Jörg Haider ist seit seiner frühesten Jugend in der freiheitlichen Bewegung politisch aktiv, dennoch bricht er mit Konventionen. Er verkörpert einen neuen Politikertyp, zeigt sich in Badehose und am Bungee-Seil, treibt seine politischen Gegner mit den legendären Tafeln in die Enge und prägt nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa den Begriff des Populismus. Gegner der FPÖ verwenden ihn als Kampfbegriff. Haider selbst sieht darin durchaus eine Auszeichnung. Ich habe den Populismus salonfähig gemacht, weil jene, die sich vor diesem Wort geschreckt haben, sind jetzt draufgekommen, dass das durchaus was Positives ist. Und vor allem etwas Erfolgreiches. Unter Haider eilt die Partei von Wahlsieg zu Wahlsieg. Er selbst wird nach nur 2,5 Jahren an der FPÖ-Spitze Kärntner Landeshauptmann. Mit Volksbegehren treibt die FPÖ die Großparteien vor sich her. 1993 heißt es Österreich zuerst. Die Linke mobilisiert ihre Anhänger zum Lichtermeer, dennoch unterschreiben mehr als 416.000 Bürger für eine strengere Ausländerpolitik. Und weil man Angst hat, seine Mehrheiten von Wien bis Vorarlberg zu verlieren, beginnt man ein neues Volk aufzubauen. Und ich sage euch, bevor man das Volk auswechseln, sollten wir beginnen, die Politiker in diesem Lande auszuwechseln. Die Wähler folgen Haiders Wunsch in immer größerer Zahl. 1999 geht die FPÖ auf Augenhöhe mit Rot und Schwarz in die Nationalratswahl. Die FPÖ wird zweitstärkste Partei und macht Wolfgang Schüssel, den dritten, zum Kanzler. Allerdings ohne Regierungsbeteiligung des Parteiobmanns, der in Kärnten bleibt. Jeder, der in die Berge geht, weiß, meistens, wenn sich's irgendwie machen lässt, die letzten Meter vor dem Gipfel lässt der Bergführer seine Seilschaft vorgehen. In diesem Sinne, Susanne, geh voran. Glück auf. Susanne Ries-Passer übernimmt den Parteivorsitz und wird Vizekanzlerin. Haider bleibt im Kern Oppositionspolitiker und kritisiert, dass die schwarz-blaue Regierung die versprochene Steuerreform nicht umsetzt. Die Spannungen entladen sich in Knittelfeld, wo im September 2002 ein Kompromiss scheitert. Wir haben natürlich den Ernst der Lage besprochen, aber wir sind dabei geblieben, dass wir sagen, jetzt einmal Sonderparteitag. Den haben wir ja auch beantragt. Vizekanzlerin Ries-Passer, Finanzminister Grasser und Klubobmann Westenthaler treten zurück. Wir haben Sie heute hierher eingeladen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir unsere Funktionen in der österreichischen Bundesregierung und in der Freiheitlichen Partei zurücklegen werden. Wir nehmen den Hut, wir sagen Adieu. Matthias Reichhold wird Obmann und verabschiedet sich nach nur 40 Tagen. Ihm folgt Herbert Haupt. Die FPÖ stürzt in Neuwahlen ab, bleibt aber mit dem großen Wahlsieger Wolfgang Schüssel in der Regierung.
Drei Jahre später sprengt sich Jörg Haider endgültig mit der Regierungsmannschaft von der FPÖ ab und gründet das BZÖ. Der FPÖ hinterlassen Haider und Co. nur die Schulden. Dennoch bleiben weite Teile der Funktionäre und auch der Basis den Freiheitlichen treu. Ihr neuer Hoffnungsträger heißt Heinz-Christian Strache. Ein Jahr zuvor zum Chef der Wiener Landesgruppe gewählt, machen ihn die Delegierten im April 2005 in Salzburg zum neuen FPÖ-Obmann. Hat sich Strache startet unter widrigsten Bedingungen. In Umfragen liegt die FPÖ am Boden. Mit unermüdlichem Elan nimmt er die Neuformierung der Freiheitlichen in Angriff. HC Strache setzt bereits bei den Landtagswahlen in Wien mit fast 15% ein starkes Zeichen und holt bei der Nationalratswahl 2006 mehr als 10%, deutlich mehr als das BZÖ. 2008 gewinnen beide Parteien stark dazu. Die FPÖ kommt auf 17,5, das BZÖ mit Haider als Spitzenkandidat auf fast 11%. Eine Aussöhnung scheint nun wieder möglich. Wenn man in der Politik ist und auch Verantwortung hat, dann geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten. Wir sind nicht die feindlichen Brüder, die in Zwist gegeneinander marschieren. Ein Gespräch zwischen Strache und Haider findet am 8. Oktober statt, zwei Tage bevor Haider in der Nacht des Kärntner Landesfeiertags tödlich verunglückt. Die nächsten 5 Jahre sind geprägt von der weltweiten Finanzkrise und der ausufernden Verschuldung europäischer Staaten. Der ESM zwingt die Mitglieder der Währungsunion zu Milliardenhaftungen. Über den Umweg der Euro-Rettung wird die Zentralisierung der EU immer weiter vorangetrieben. Als wir vor dem EU-Beitritt gesagt haben, es darf nicht zu einem Zentralstaat Europa kommen. Es darf nicht zu einem zentralistischen Bundesstaat Europas kommen, als billige Kopie der Vereinigten Staaten von Amerika. Das wollen wir nicht. Da hat man gesagt, ach so ein Unsinn. Und das stimmt ja alles nicht. Und die Freiheitlichen schon wieder. Jetzt haben sie ihre Maske heruntergenommen. Und jetzt geben sie es ehrlich und offen zu, dass sie diesen zentralistischen Bundesstaat wollen und die Aufgabe der Souveränitäten aller Mitgliedsländer. Na, gute Nacht, Demokratie. Gute Nacht Eigenständigkeit, gute Nacht Freiheit und Souveränität, gute Nacht österreichische Verfassung, ja das ist das Ende der Zweiten Republik. Die kantige Oppositionspolitik zahlt sich aus. 2013 erreichen die Freiheitlichen 20,5% bei den Nationalratswahlen. Eine Verdopplung der Mandate gelingt 2014 bei der Wahl zum EU-Parlament. Gleichzeitig der Startschuss für eine stabile Fraktion patriotischer Parteien, in der auch Frankreichs Marine Le Pen und Hollands Geert Wilders vertreten sind. 2015 ist das Jahr, in dem die Ausgrenzung durch die schwächelnden Regierungsparteien durchbrochen wird. Es gibt Rot-Blau im Burgenland mit Hans Schürz und Schwarz-Blau in Oberösterreich mit Manfred Heimbuchner als Landeshauptmannstellvertreter. Fast 27% unter Mario Kunasek in der Steiermark, fast 31% unter HC Strache in Wien mit Johann Gudenus als neuem Vizebürgermeister. Vorarlbergs Dieter Ecker wird Bürgermeister in Hohenems, wie auch Andreas Rabel in Wels. In Niederösterreich, Tirol, Kärnten und Salzburg steht die Ernte noch bevor. Politisch steht die seit fast einem Jahr andauernde Massenzuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls jetzt im Mittelpunkt. Mit einer Grundsatzerklärung im September 2015, gesehen von mehr als 2 Millionen Menschen in den sozialen Medien, gibt HC Strache die Linie vor, die von Rot-Schwarz zunächst heftig bekämpft und nun widerwillig Stück für Stück umgesetzt wird. Unsere Bevölkerung hat ein Recht darauf, dass auch ihre Schutzinteressen wahr und ernst genommen werden. Sie will zu Recht nicht zu Fremden in der eigenen Heimat werden. Das hat verantwortungsvolle Politik ernst zu nehmen. Davon bin ich überzeugt und das ist unsere Verantwortung, die wir heute auch als politische Verantwortungsträger sicherzustellen haben. Heute, 60 Jahre nach ihrer Gründung, steht die FPÖ als soziale Heimatpartei unmittelbar davor, die stärkste und bestimmende Kraft im Land zu werden.
hat sich Strache als Bundeskanzler und davor noch Norbert Hofer als Bundespräsident sind für die Freiheitlichen des Jahres 2016 erreichbare Ziele geworden. Getragen von den Bürgern in Österreich, deren Interessen stets im Mittelpunkt freiheitlicher Politik stehen. Die Großmutter meiner Frau, die ein Leben lang gearbeitet hat, die drei Kinder großgezogen hat, die noch mit der Hand den Keller ausgeschaufelt hat, ist heute Ausgleichszulagenbezieherin. Und sie versteht nicht, warum jemand, der ins Land kommt, am ersten Tag seines Aufenthalts in Österreich gleich behandelt wird wie sie, die sie ein Leben lang hier gelebt und gearbeitet hat. Das ist ungerecht, liebe Freunde, und das werden wir abstellen. Wenn ich einmal, und jedem von uns wird das passieren, am Sterbebett liege, dann will ich meinen Kindern und Enkelkindern in die Augen schauen können und sagen können, ich habe alles probiert und alles getan, dass ihr eine gute, gerechte Zukunft vorfindet, dass ihr euer Heimatland auch so vorfindet, wie wir es in unserer Kindheit kennengelernt haben, dass ihr nicht zu Fremden im eigenen Land werdet und dass ihr eine Zukunft habt und wir uns nicht schämen müssen, versagt zu haben.